Universitätsmedizin Rostock auf MV1. Gesundheit fördern, erhalten, wiederherstellen. Durchfall und heftige Bauchschmerzen, das kennt wohl fast jeder von uns. Das ist äußerst unangenehm und wir sprechen nicht gern drüber, aber meist verschwinden die Beschwerden, wie sie gekommen sind. Es können jedoch auch Symptome einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sein. Die meisten Betroffenen sind zwischen 20 und 30, wenn sich die Krankheit erstmals mit wiederkehrenden Bauchschmerzen, heftigem Durchfall und gelegentlichem Fieber bemerkbar macht. Bei Regina Mellrogge ist das jetzt 15 Jahre her. Also als es anfing mit den Bauchschmerzen und dem Durchfall, ja, habe ich ja auch erst gedacht, was man halt so annimmt, man hat was Verkehrtes gegessen oder man ist gestresst durch irgendwas und hat halt die Hoffnung, dass es wieder weggeht. Ich lag zu Hause rum, ich mochte nirgends mehr hingehen. Ich wusste nicht, was ich essen sollte. Meine Familie hat mir da auch sehr geholfen. Also meine Töchter und mein Mann waren sehr für mich da. Aber ja, manchmal habe ich Angst gehabt, einzuschlafen und die Angst, nicht mehr aufzuwachen. Die damals 31-Jährige besucht verschiedene Ärzte. Schließlich wird der Blinddarm entfernt, aber die Beschwerden bleiben. Die Darmspiegelung, die endlich Klarheit bringen soll, ist weniger unangenehm, als sie befürchtet. Dank eines Beruhigungsmittels merkt sie kaum etwas von der Untersuchung. Das Ergebnis? Die Darminnenwand ist entzündet. Besonders betroffen ist der Übergang vom Dickdarm zum Dünndarm. Das typische Bild eines Morbus Crohn. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die wurde von Herrn Crohn erstmals beschrieben. Deshalb heißt sie Morbus Crohn. Und die betrifft kürzere Stücke des Darms, des Dünndarms, des Dickdarms, gelegentlich auch des Magens oder der Speiseröhre, an denen sich eine chronische Entzündung abspielt, so ähnlich wie beim Gelenkrheuma. Das ist auch eine Entzündung, eine chronische Entzündung der Gelenke, aber hat mit Bakterien nichts zu tun, sondern ist eine Entzündung, die der Körper an dieser Stelle sozusagen selbstständig auslöst. Bei manchen Patienten kommen weitere Beschwerden dazu. Am häufigsten an Gelenken, Haut und Augen, seltener an der Leber. Noch ist Morbus Crohn nicht heilbar. Moderne Medikamente, die auf unterschiedlichem Weg versuchen, das Immunsystem zu bremsen, können jedoch für lange Beschwerdefreiheit sorgen. Die eine Therapie für jeden gibt es allerdings nicht. Es gab Medikamente, die habe ich vom ersten Augenblick an nicht vertragen. Aber ich denke mal, das muss man ausprobieren, die Medikamente. Es gilt also für jeden Patienten, das jeweils optimale Medikament zu finden. Wie bei Regina Mellrogge bedeutet das oft einen langen Weg. Manche Patienten haben nur selten Schübe. Ein Schub, 2 Jahre Ruhe, wieder ein Schub, wieder einige Jahre Ruhe. Und dann ist es sinnvoll und ausreichend, nur die Schübe zu behandeln. Andere Patienten, so wie Sie, haben einen Schub. Der Schub geht zu Ende, aber der nächste Schub kommt sehr schnell oder ist nur schlecht mit Medikamenten zu behandeln. Und dann ist es sinnvoll, eine medikamentöse Therapie zu beginnen, die das Ziel verfolgt, den nächsten Schub rauszuschieben oder weniger schlimm zu machen. 2009 beginnt sie hier in der Universitätsmedizin mit einer sogenannten Antikörpertherapie. TNF-Alpha ist ein Teil des Entzündungsprozesses, den Sie haben. Und es gibt Antikörper gegen diese körpereigene Substanz, TNF-Alpha, die man spritzen kann. Bisher schon erfolgreich bei Rheuma und Schuppenflechte, ist Humira seit Ende 2007 auch für schwere Verläufe des Morbus Crohn zugelassen. Alle 2 Wochen spritzt sich Regina Mellrogge das Medikament. Von möglichen Nebenwirkungen bleibt sie verschont und lebt seit fast 2 Jahren beschwerdefrei.
Ja, ich fühle mich gut. Einschränkungen hat man immer. Aber vielleicht muss man auch einfach die Krankheit akzeptieren und damit leben halt. An meiner Seite ist jetzt Professor Lamprecht. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind ja der Spezialist für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen. Gibt es denn neue Erkenntnisse zu den Ursachen der Erkrankung Morbus Crohn? Also dieser Tage glauben wir, dass der Morbus Crohn etwas mit einer gestörten Barrierefunktion am Magen-Darm-Trakt zu tun hat. Wir haben ja ganz viele Bakterien im Darm und normalerweise kommen wir mit denen gut zurande. Und beim Crohn gibt es offensichtlich ein Ungleichgewicht, dass vermehrt Bakterien in die Schleimhaut im Darm eindringen können und oder dass die Abwehr dieser Bakterien in der Schleimhaut oder an der Schleimhaut nicht ausreichend gut ist oder aber auch nicht rasch genug wieder abgeschaltet werden kann. Welche Rolle spielt denn die Psyche als Auslöser? Kann Stress die Krankheit auslösen? Was wir wissen, ist, dass viele Patienten, die einen Crohn-Schub bekommen, vorher einen vermehrten Stress hatten, ein Lebensereignis hatten oder eine depressive Episode hatten. Und da gibt es schon Zusammenhänge, die unter dem Stichwort Psychoimmunologie laufen. Aber dass die Psyche ursächlich ist, im engeren Sinne des Wortes, kann man nicht sagen. Und man kann es schon als Risikofaktor quasi bezeichnen. Was sind denn andere Risikofaktoren für diese Erkrankung? Also Rauchen spielt eine sehr große Rolle. Rauchen ist richtig schlecht für Crohn-Patienten und Nichtrauchen ist richtig gut. Da kann man den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen und nicht zu rauchen ist ähnlich wirksam oder stärker wirksam als das, was wir an Medikamenten haben. Die Krankheit beginnt ja oft schleichend. Durchfall und Bauchschmerzen werden auch nicht so ernst genommen. Wann ist es denn an der Zeit, zum Arzt zu gehen? Ich glaube, unabhängig vom Morbus Crohn, ob der nun besteht oder nicht, ist länger andauernder Durchfall, wiederkehrender Durchfall ohne eine plausible Erklärung, Bauchschmerzen, immer wieder die gleichen Bauchschmerzen, die ungewöhnlich lange andauern, also nicht 1, 2, 3 Tage, sondern Tage und Wochen, Gewichtsabnahme, wenig Appetit, verschlechtertes Allgemeinbefinden, das sind Dinge, die nicht zu einfachen Bauchschmerzen und einfachem Durchfall passen, die jeder von uns kennt. Und so eine Situation sollte Anlass sein, zum Arzt zu gehen und zu sagen, da stimmt vielleicht was nicht. Betroffen sind vor allem junge Erwachsene, also ja oft auch Frauen mit bestehendem Kinderwunsch. Was bedeutet das für diesen Kinderwunsch? Anders als vor einigen Jahren, wo wir sehr zurückhaltend waren mit den Medikamenten und der Auffassung waren, dass die für die Schwangerschaft oder für das entstehende Kind problematisch sind, wissen wir inzwischen, dass die meisten Medikamente, wenn sie notwendig sind, auch mit niedrigem Risiko gegeben werden können. Und insofern ist die Kontrolle der Krankheit mit Medikamenten der günstigere Weg als aktive Krankheit während der Schwangerschaft. Das für das werdende Kind nicht gut. Herzlichen Dank, Herr Professor. Sehr gerne. Patienten wie Frau Mellrogge können über längere Zeiträume beschwerdefrei leben, wenn das richtige Medikament für sie gefunden ist. Dennoch muss sich ein Großteil in den ersten 10 Erkrankungsjahren einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Eine Operation, die von den meisten zunächst gefürchtet wird, die jedoch letztlich viel Lebensqualität schenken kann. Schmerzfreiheit und Lebensfreude. Für einen langen Zeitraum war das für Bert Polley nicht vorstellbar. Solch entspannte Spaziergänge mit dem Vater gehören in sein neues Leben. Das ist sicherlich auch eine Entscheidung, die man treffen muss, ob man versucht, sein altes Leben weiterzuführen. 2008, da war es nicht mehr zu übersehen. Dort hatte ich dann schon eine vermehrte Stuhlgänge mit hohem Blutverlust und großen Schmerzen im Darmbereich. Allerdings habe ich das verdrängt. Da wollte ich eben nicht anhalten, weil ich wusste oder tief im Inneren schon fühlte, dass es irgendwie was Ernsteres sein könnte. 2009 wurde es dann immer schlimmer, dass ich dann schon Angst hatte, an der Ampel zu stehen, länger, weil die Frequenz, wo ich auf Toilette musste, einfach immer kürzer wurde.
Aber erst als er im Februar 2010 zum Aufstehen zu schwach ist, entschließt sich der Greifswalder, ins Krankenhaus zu gehen. Ein Vierteljahr wird er bleiben müssen. Er kann nicht essen, nicht schlafen, nur der Schmerz existiert und der Weg zur Toilette jede halbe Stunde. Darm- und Magenspiegelung zeigen einen schwer entzündeten Verdauungstrakt, Morbus Crohn. Trotz künstlicher Ernährung und hoher Cortisongaben nimmt er weiter ab bis auf 50 Kilo. Mit Medikamenten lassen sich die schweren Entzündungen nicht in den Griff bekommen. Da bleibt als letzter Ausweg nur ein vorübergehender künstlicher Darmausgang, ein sogenanntes Stoma, damit der entzündete Darm endlich zur Ruhe kommen kann. Das Stoma an sich bricht natürlich auf einen wie ein Unglück herein, einerseits. Andererseits habe ich natürlich die Erkrankung also bis zur Neige ausgekostet. Also jede Minute Schmerz, so, das ist für mich natürlich so der einzige Ausweg war, den ich dann auch begrüßt habe, als es dann soweit war, weil mit einem Schlag so die größten Schmerzen fort waren. Es ist ein langer Weg, bis Alltagsverrichtungen für Bert Polei wieder Normalität sind. Schritt für Schritt muss er sich seine Selbstständigkeit erkämpfen. Bis heute helfen ihm die regelmäßigen Gespräche mit einem Psychologen dabei ebenso wie der sehr persönliche Austausch mit anderen Betroffenen im Stoma-Forum. Auch die Website der Deutschen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung wird für ihn zur wichtigen Adresse. Hier findet er medizinische Informationen und persönliche Erfahrungen. Die Krankheit macht es ihm weiter schwer mit immer neuen Schüben. Im Frühjahr 2012 überweist ihn seine Hausärztin in die Chirurgie der Universitätsmedizin Rostock. Nach vorübergehender Schmerzfreiheit dank einer Antikörpertherapie gibt es neue Beschwerden. Die MRT-Bilder zeigen die Ursache. Wir haben einmal chronische Veränderungen, das ist die Engstellung hier in dem Abschnitt zu sehen. Wir haben dann akute entzündliche Veränderungen, die den Patienten sehr stark in seine Allgemeinaktivität einschränken und ihm Schmerzen bereiten. Im Beckenbereich haben sich Fisteln gebildet, eitrige Entzündungsgänge, die große Schmerzen bereiten. Also Herr Polei, er hatte eine ganz schwere Manifestation einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung und deshalb hatte er im ersten Schritt eine Ableitung des Stuhls bekommen, weil man damit diese Erkrankung oftmals dann kontrollieren kann und abschwächt. Das hat sich aber bei ihm nicht umgesetzt und er hat dann weiter gelitten unter Entzündungsreaktionen, insbesondere im Beckenbereich. Und deshalb ist ein Haupteingriff nötig geworden, wo wir den Dickdarm entfernt haben. Die Eingriffe verlangen äußerste Präzision, damit keine benachbarten Nerven und Organe verletzt werden. Da die erfahrenen Chirurgen immer nur so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich an Darmgewebe entfernen, versuchen sie, einen Teil des Dickdarms zu erhalten. Weitere Fistelbildungen machen jedoch die Komplettentfernung nötig. Damit ist der künstliche Darmausgang endgültig. Die letzte der drei Operationen liegt jetzt 6 Monate zurück. Seither geht es Bert Polei stetig besser. Keine Medikamente mehr und keine Beschwerden. Dass das nur mit dem Stoma funktioniert, hat er akzeptiert. Das zeigt wieder, den Morbus Crohn muss man dann an der Wurzel packen und die ganzen befallenen Anteile in dem Fall auch wirklich entfernen. Und deshalb konnten wir auch nichts mehr belassen vom Dickdarm, das haben Sie ja nachvollzogen. Seinen heutigen Abschlusstermin in der Klinik nutzt er auch für einen Besuch in der Stoma-Sprechstunde. Spezialisierte Schwestern standen ihm schon vor dem Anlegen des Stomas zur Seite und haben ihn stets mit praktischen Tipps rund um die Versorgung unterstützt. Es ist noch nicht so wie Schnürsenkel zubinden, also es passiert noch nicht nebenbei. So, aber ich weiß halt, was man falsch machen kann und kann es vermeiden. Morbus Crohn und Stoma werden Bert Poleis ständige Begleiter bleiben. Aber nicht sie bestimmen sein neues Leben. Das hat er wieder selbst in die Hand genommen. Dann begreift, wie das funktioniert und dass man damit leben kann und eigentlich nur deshalb auch leben kann. Dann freut man sich natürlich und kommt aus seiner Passivität raus, in die man ja durch die Krankheit reingeschoben wird. Bei der Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen arbeiten die Gastroenterologen eng mit den Chirurgen zusammen und deshalb freue ich mich, dass jetzt Professor Klar bei uns ist. Ist die Operation denn nun die letzte Rettung oder ist es auch eine Alternative zur Medikation?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie keine Alternative ist, sondern sie tritt dann auf den Plan, wenn Komplikationen auftreten. Dann sind wir aufgefordert und auch hier verpflichtet, den Patienten zu helfen, in der Weise, dass wir die Probleme auffangen und therapieren. Das kann sein, dass der Darm durch die Entzündung verengt, dass der Patient dadurch Krämpfe und eine Nahrungspassagestörung erleidet. Und zum anderen kann Eiterbildung auftreten im Bauchraum. Dort müssen wir natürlich direkt tätig werden. Und das Dritte sind Fisteln, die in gewisser Ausprägung auch eine absolute Operationsindikation darstellen. Das sind also zum Teil Eingriffe, bei denen nach der Operation für den Patienten alles erledigt ist. Es kann aber auch sein, dass es für den Patienten notwendig wird, einen künstlichen Darmausgang zu bekommen, ein Stoma. Wann ist das denn unumgänglich? Das ist manchmal unumgänglich bei einem schweren Befall im Bereich des Beckens und in Schließmuskelnähe. Dort muss man den Stuhl ableiten, damit der Entzündungsvorgang zur Ruhe kommen kann. Das heißt, in den meisten Fällen wird es erstmal vorübergehend angelegt, mit der Option, dass es eine Rückverlegung gibt. Wir sind uns allerdings darüber auch einig, dass überhaupt die Möglichkeit der Stoma-Anlage dann diskutiert wird, wenn die Erkrankung sehr schwer sich schon manifestiert hat. Und damit ist natürlich der Ausblick und die Perspektive manchmal eingeschränkt. Und das muss man dem Patienten fairerweise auch so vermitteln, dass die Vorstellung, wir können sicher eine Rückverlagerung durchführen, oftmals nicht greifen kann. Wichtig sind also Gespräche, dann, dass dem Patienten Zeit gegeben wird. Und wir haben auch gesehen, es gibt die Stoma-Sprechstunde. Welche Rolle spielt die denn? Das ist ganz entscheidend. Wir müssen den Patienten flankieren, die Familie mit einbeziehen. Dem Patienten muss vermittelt werden, dass heute Techniken bestehen, die die Stoma-Anlage nicht zu einem Einbruch in der Lebensqualität machen, weil wir eben durch die Versorgung in der Lage sind, ein normales Leben weiterführen zu lassen und der Patient damit gut zurechtkommt in den allermeisten Fällen. Die Stoma-Schwester bei uns wird schon im Vorfeld eingeschaltet. Sie bespricht mit dem Patienten die Hygieneartikel, die auf dem Markt sind, die angewendet werden. Es wird genau die Stelle definiert, wo das Stoma am besten liegt, um nicht mit Gürtel oder anderen Kleidungsstücken in Berührung zu kommen. Und das sind alles wichtige Schritte, die man mit dem Patienten planen muss. Und dann merkt er auch, hier ist eine gute Infrastruktur und gute Beratung und dann fasst er auch Vertrauen. Welche Hilfen gibt es denn außerhalb der Klinik, Selbsthilfegruppen? Die Selbsthilfegruppen haben eine ganz besondere Verantwortung, weil sie ja den neu hinzukommenden Patienten eine Vertrauensbasis und auch Ratschläge an die Hand geben, wie man am besten umgeht, Tipps unter den Patienten ausgetauscht werden und richtige Freundeskreise sich entwickeln unter Betroffenen und damit dann wiederum eine entspannte Situation auftritt. Also wir unterstützen ganz nachhaltig die Arbeit der Selbsthilfegruppen und die Kontakte unserer Patienten, dass sie auch wissen, wo kann ich mich dort melden. Herzlichen Dank. Außerdem möchte ich nicht vergessen, Frau Mellrogge und Herrn Polei für ihre Offenheit zu danken, ohne die dieses Magazin nicht hätte entstehen können. Und nicht zuletzt danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.